das gelbe Kind. Du bist angekommen. Ich bin angekommen. Ja. Heute werden wir Campingplatz verpennen. Ich habe schon lange nicht mehr dieses Wurfzelt hier geöffnet. Ich werde es jetzt öffnen, weil da werden wir heute drunter pennen. Jawohl, der Wurfzelt ist wieder geöffnet. Ich habe das schon sehr lange nicht mehr benutzt. Aber das ist Campingplatz, deswegen werde ich den heute so richtig benutzen. Aber so richtig, das wird so richtig geil sein, den wieder zu benutzen. Hier ist Farbe drauf. Ich habe vergessen, wovon das kommt, aber genau, hier ist Farbe dran. Und genau, wir werden hier drunter pennen. Das ist ein richtig geiler, voll cool Zelt mit Schwarz dran. Wo das drin dunkel ist, obwohl das draußen hell ist, genau. Das ist ein richtiger, voll cool Wurfzelt. Ein hochwertiger Wurfzelt. Ich glaube, der hochwertigste Wurfzelt, den ich kenne. Genau, heute wird dieser Zelt hier benutzt, weil heute campiere ich legal, anstatt bivakieren auf Grauzone. Es ist durchbrochen. Jetzt müssen wir noch viel mehr Klötze durchbrechen, damit wir gleich Feuer haben. Du lernst. Ich bringe ihr gerade bei, wie man einen Feuerstahl bedient. Aber ich lasse ihr erstmal ein bisschen abquälen. Bis ich ihr das dann beibringe, wie die das zu bedienen hat. Ah, ja. Guck mal. Ja, sie probiert es noch aus. Aber sie macht das komplett falsch, so wie ich das anfangs auch gemacht habe. Falsch. Hä, wieso sagst du mir dann nicht, wie es richtig geht? Nee, ich lasse dich noch ein bisschen abquälen und dann, dann sage ich dir, wie es richtig geht. Du lässt mich noch schön quälen, ist klar. Jetzt habe ich schon keinen Bock mehr. Jetzt würde ich YouTube rausholen und selber googeln, wie es funktioniert. Mhm. So ist schon richtig. So ist schon sehr richtig gewesen. So, ich habe gerade ein bisschen Zunder von der Birke gesammelt. Und genau. Jetzt nächster Versuch. Jawohl, jawohl, du hast es geschafft. Du hast den Zunder angemacht. Jawohl. Du hast es endlich geschafft. Geil. Nach ganz, ganz vielen Versuchen hast du es geschafft. Ja. Es brennt. Oh Gott. Ich bin doch nicht ganz so blond. Ich hab's angekriegt. Ohne Feuerzeug. Jawohl. Na, wie lange hast du gebraucht für das erste Mal mit Feuerstahl zünden? Halbe Stunde war es bestimmt jetzt, ne, würde ich sagen. Ja, ne? Bis ich dir diese Birke gebracht habe. Bis du mir Birke gebracht hast, ja. Und diese Birken. Zehnmal schon, weggeschmissen. Du hast schon so richtig geflucht hinter der Kamera. Du hast richtig geflucht und ich hab fast wieder gesagt, Pinsel. Ja, du hast richtig beschimpft und so weiter. Das war herrlich gewesen. Das hast du gut gemacht. Aber leider habe ich die meiste Zeit die Kamera nicht angehabt. Ja, besser ist auch. Aber jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du das erste Mal, zum ersten Mal in deinem ganzen Leben Feuer mit einem Feuerstahl geschafft anzumachen. Ich habe Feuer gemacht. Ich sag da nur zu, ich mag Bäume. Ich mag auch Bäume. Merch ist verlinkt. Das ist sehr gut, dass du Feuer angemacht hast. Ja. Es muss mehr Feuer brennen. Das Gute ist, dass hier so viel Totholz liegt, was wir sägen dürfen. So haben wir genügend Feuer für die Tage. Es brennt. Es brennt. Es brennt rum.
Es brennt. Hier vorne ist Lagerfeuer. Lagerfeuer ist voll cool, ich mag das. Ich bin ein richtiger Outdoor-YouTuber, glaube ich. So, das hier ist das Essen von gestern. Ich habe gestern Nudeln mit Gyros gemacht. Und das wird jetzt aufgewärmt, weil ich das nicht ganz geschafft habe. Ja, ja, genau. Das ist mein... Ach, scheiße. Das ist mein Essen von gestern. Und das wird jetzt angebraten. Und ich habe vergessen, Öl mit dran zu nehmen. Und das nicht mehr. Ja, genau. Das ist voll beschissen, dass das immer wieder runterklappen könnte. Und immer wieder runterklappt. Das passiert ständig. Da fällt das Essen jedes Mal auf den Boden drauf. Aber trotzdem ist es ein geiles Kochset. Weil sonst könnten wir das nicht kochen. So, Essen ist fertig. So, mit Teller, wo hier Salat dran ist. Das ist richtig geil. Das können wir jedem empfehlen, das auch zu machen. So ein Teller. So, Camping-Urin ist erwacht. Ich habe heute gecampt, beziehungsweise wir haben gecampt. Heute wird schon wieder gecampt. Den ganzen Tag, das wird richtig geil sein. Wenn ich meine Augen verdrehen tue, dann werde ich ganz viele Schimmelpilze und Mikroben sehen. Die stinken dann und genau, die riechen nach verschimmelter Wohnung. Ich meinte, wie beim Öffnen eines Pharao-Sarges. Genau, so stinkt das da drin. Es werden viele Menschen sterben, wenn ich mein Gehirn aufhebeln sollte. Die werden hier belästigt. Von da hinten. Das ist total doof, weil ich will jetzt ein Unboxing machen. Dieses Unboxing-Video, das sieht man auf ihren Kanal drauf. Guck mal, was hier drauf steht. Wie machst du ein Unboxing? Aber wir haben voll die Störgeräusche. Die sind voll scheiße. Die Störgeräusche müssen weg. Die nerven bei der Aufnahme. Ich bin eine überkochte Hirnhautentzündung. Und ich werde jetzt Essen machen. So, solange wir warten, bis der Nudelwasser kocht, der versucht jetzt gerade hier vorne diese Blubberblasen zu machen, versuchst du wieder Feuer zu machen. Ich habe das erste Stück Grillkohle hier schon angezündet. Mit Feuerstahl wohlgemerkt, Leute. Keine anderen Hilfsmittel. Aha, da funktioniert was. Aha. Oh, guck mal hier. Hier vorne sind Blubberblasen. Ah, das ist jetzt schon wieder alles beschlagen. Aber das Nudelwasser ist fertig. Jawohl, genau, da kommen jetzt Nudeln rein. So, das Feuer ist erfolgreich angezündet. Und jetzt wird erfolgreich weitergekocht. Hier Kriegsverletzung heute, als ich Holz gesägt habe. Jetzt wird Thunfisch gebraten. Ich bin der blödeste Blödmann auf der ganzen Welt. Und der dümmste Dummkopf. Ich bin auf jeden Fall der dümmste vom gesamten Campingplatz. Ja, sag ich doch. So, Essen ist fertig. Also unser Abendbrot, meinte ich. Genau, das werden wir jetzt essen. Ja. Ich muss sagen, ist mega, mega richtig lecker. Vor allem da ist Schmelzkäse noch drauf und sowas. Drin. Ja, ja. Und deswegen ist das geil. Und mit Butter auch. Das habe ich gar nicht dokumentiert gehabt, wie wir das reingemacht haben. Und Tomaten, passierte Tomaten, die passiert sind. Und eine Scheibe Salami und eine Scheibe Käse. Das ist auf jeden Fall kein Möchtegern-Essen. Es brennt, es brennt, es brennt rum, es brennt. Das Feuerholz ist am Rumbrennen und das ist schon
sehr tief runtergebrannt. Das heißt, es muss neues Feuerholz gesammelt werden. Meine Hirnhaut ist bakterienverseucht. Camping-Uriel ist schon wieder erwacht. Heute wird auch den ganzen Tag gecampt. Genauso wie gestern und vorgestern. Das wird so richtig geil sein. Dann sehe ich auch schon auferstanden. Morgen. Heute und gestern haben wir genau hier diesen Zelt gepennt. Und das habe ich gar nicht erzählt. Und zwar hier, ich habe diesen Tarp hier noch aufgespannt, weil diese Sachen, die unterm Tarp sind, die haben Platz eingenommen. Ja, genau. Deswegen habe ich Tarp aufgespannt, damit die unterm Tarp kommen, damit wir viel mehr Pennplatz haben hier im Zelt. Und das ist ein richtig gutes Zelt, weil das ist voll dunkel innen drin. Und wenn da die Sonne drauf klatscht, dann wird das nicht so warm und so. Also das schützt vor Sonne, damit wir keinen Sonnenbrand bekommen. Im Zelt. Ja. Sonnenbrand. Okay. Ich wollte ja nicht, dass du einen Sonnenstich bekommst. Ja, deswegen ist das Zelt aufgebaut. Noch einen Sonnenstich mehr verträgt dein Gehirn auch nicht. Hirnhautentzündung schützt. Feuer beginnt. Das Feuer fängt an. Juhu, das Feuer geht an. Das fängt an anzumachen. So, hier vorne wird dieses Butter oder wie das heißt angebrannt. Das sieht auch genauso aus wie mein damaliger Milchgesicht. Das ist Schmelzkäse. Mein Gott, jetzt habe ich hier diese ganzen 5 Euro Fleisch mit den ganzen Paprika hier runtergeschmissen. Ja. Nur weil das Ding hier einmal so und dann ist es hier runtergeknickt. Genau, das ist so beschissen, dieses Scheißding. Das geht gar nicht klar. Und jetzt müssen wir ohne Fleisch essen. Ja, super. Aber wenigstens haben wir das hier. Das ist Salat, also gewürzter Salat und Nudeln mit Champignon-Käsesoße. Alter, nur weil du den Scheiß abknicken musst. Mein Gott. Nur ein ganz kleines Mini-Gewicht und dann ist das schon abgeknickt. Das geht gar nicht klar. Das ist schon öfters passiert, dass das hier wegen dieses kleine Abknicken sofort das ganze teure gebratene Essen zum Runterfallen lassen hat. Das ist auch sogar den Bernd Hinnert schon mehr was passiert. Alles ist gut an diesem Kochsystem, außer das hier. Was schon sehr oft das alles versaut hat. So, wir essen das jetzt ohne Fleisch. Was extrem schade ist, weil das Fleisch ist extrem lecker. Bei den Nudeln mit dem hier ist auch mega lecker. Wir haben schon wieder gecampt und ich bin so ein richtiger Vollidiot. Und wisst ihr auch warum? Weil wir müssen hier schon wieder eine Nacht campen. Ich wollte heute eigentlich nach Hause fahren, damit ich schneller ein Video für euch fertig machen kann. Weil ich bin ja mal am PC daheim gewohnt.
Genau. Und mir ist aufgefallen, dass heute ein Feiertag ist und heute fährt überhaupt gar kein Bus von dieser Ortschaft zur größeren Ortschaft, wo meine Bahn fährt, hin. Genau. Ich muss extra bis morgen warten, weil morgen erst die nächsten Busse fahren. Das ist voll scheiße. Das heißt, wir sind gezwungen dazu, noch eine weitere Nacht hier zu campen. Guck mal, es hat zwischendurch geregnet, weil hier ist alles nass. Das ist alles durchfeuchtet, hier sind überall Tropfen und sowas. Aber das Zelt ist dicht, wir wurden nicht nass, das ist gut. Aber hier war Farbe drauf von großen Zierensteinen, dieser Mehrteiler, genau. Ich habe keine Ahnung, wer das gemacht hat, dass die Farbe drauf gesprüht. Aber diese Farbe ist wasserlöslich. Das hat sehr viel von diesen Farben weggemacht, dieser Regen. Hier ist noch ein bisschen, ein paar Reste von dieser Farbe. Aber das ist fast weg. Genau, hier sieht man auch so ein paar Tropfen. Das ist cool. Das heißt, mein Zelt ist wieder fast weiß. Ich habe noch Brötchen von gestern. Den werde ich mit dieses hier schmieren. Zwiebelwurst, fein. Mit Zwiebel. Frühstück ist fertig. Das ist richtig geiles Frühstück. Das ist meine Ausstürzahnbürste immer noch. Ich bin den ganzen Tag dabei, hier rumzusitzen und nichts zu tun. Das ist voll scheiße, dass heute kein Bus fährt wegen Feiertag. Ich wusste es gar nicht. Das wusste ich erst heute Morgen, wo ich aufgestanden bin und geguckt habe. Das ist voll scheiße. Sonst wäre ich jetzt zu Hause und würde Videos schneiden. Ich werde, glaube ich, heute auch nicht viel filmen. Das ist so richtig beschissen, dass heute kein Bus fährt. So, nächster Tag ist angebrochen. Und ich war gestern viel zu faul gewesen, um noch andere Sachen zu filmen. Genau, deswegen habe ich den ganzen Tag nur gechillt und nichts gefilmt. Und deswegen dieser Hardcut. Ich bin gerade aufgestanden. Ich werde jetzt darauf ein Koffein herstellen. Heute ist letzter Tag. Heute wird zurückgefahren. Und ich muss wach werden. Das wird so richtig geil sein, wenn dieser Koffein fertig wird. Jetzt warten, bis da gleich Blasen kommen. Also genau so eine Blasen wie diese, wie meine Hirnhautentzündung. Diese Brandblasen, genau. Wenn die dann dort erscheinen, bloß in Farbe Durchfall, dann ist das fertig, nachdem du es gezogen hast danach. Und dann noch durchfallfarbener wird. Genau. Das wird ganz so richtig geil sein. So, solange mein Koffein noch ein bisschen am Ziehen ist, mache ich parallel Essen von gestern warm. Genau, hier vorne. Das ist das, was wir... nee, nicht von gestern, sondern von vorgestern. Genau, das haben wir nicht aufgeschafft. Deswegen werde ich das hier parallel warm machen, damit ich Frühstück und Mittag zugleich habe. Genau. Das wird gleich so richtig geil sein. Krankheit, Allergie. Da hat ein bisschen Käse drauf. Das sind auch Scheiben von Käse von vorgestern. Das wird geschmolzen und rumgerührt. Das wird gleich so richtig gegessen. So, Frühstück und Mittag sind gleichzeitig fertig. Habt ihr auch schon mal Koffein auf dem Campingplatz gesoffen? Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Das würde mich sehr interessieren. Ich sitze jetzt gerade nicht am Tisch, beziehungsweise auf dieser Bank mit Tisch dran. Weil das ist alles durchnässt, das ist durchfeuchtet, da sind überall Tropfen drauf. Ich habe keinen Bock drauf, auf Nassen zu sitzen. Deswegen sitze ich auf meinem Hocker und esse jetzt hier. Und mich regt das immer noch total auf, dass dieser ganze Fleisch runtergefallen ist auf den Boden. Weil das hier umklappt. Das ist voll scheiße. Das hätte ich jetzt ein bisschen Fleisch dabei gehabt. Ein bisschen Geschnetzeltes, ich hätte richtig Bock drauf auf Geschnetzeltes. Aber trotzdem schmeckt das voll geil. Es ist noch nicht schlecht, aber trotzdem fehlt mir extrem dieses Geschnetzeltes. Es hätte da perfekt reingepasst. So, ich habe gerade Mittag und Frühstück aufgegessen und jetzt werde ich das hier, also diesen Zelt,
Und das hier, mein Tab und alles, was da drunter liegt und hier so auf dem Boden liegt. Das werde ich jetzt alles einpacken. Das wird jetzt so wieder so richtig beschissene Arbeit sein. Aber das muss gemacht werden, damit ich los kann. Weil bald kommt mein Bus. Ich muss von hier aus noch 3 Kilometer laufen bis dahin. Und dann habe ich schon wieder so eine richtig beschissene lange Bahnfahrt vor mir. Das wird so richtig scheiße sein. Aber ich muss nach Hause, ich muss Videos schneiden. Das ist wichtig, deswegen muss ich das hier jetzt einräumen. So, die Sachen sind eingepackt. Vollständig. Und ich habe 1 Stunde und 10 Minuten gebraucht, um das jetzt zusammenzupacken. Das war voll viel gewesen. Ich musste ja für Bianca auch einpacken. Weil sie hat gerade einen Termin und ist gerade nicht da. Und deswegen werde ich ihr die Sachen hinbringen. Und genau, der ganze Müll ist auch drauf. Und diese ganzen Pfandflaschen und sowas. Das wird gleich schon wieder so richtig scheiße sein, den Weg damit zu fahren. Das sieht voll überlagert aus. Ich muss bald zum Bus. Das ist ein Wagen mit schwer dran, weil da ist ganz viel Gewicht drauf. In diesem Video habe ich zum ersten Mal in meinem Leben in einem Campingplatz geschlafen. In einem niederländischen Campingplatz. Das ist ein lustiger Geisteskrankheitsvlog. Deswegen gebt euch das.